So, meine Damen und Herren, schönen guten Tag, guten Mittag. Wir haben einen Donnerstag, fast Mitte Mai. Wir machen, bevor der Urlaub endet, noch mal eine große Filmtour. Da gibt es also wieder heute mehrere Stationen, die ihr dann alle nach und nach sehen werdet. Und da wird dann später noch eine bis dato unbekannte Begleitung dazu kommen.
Wir sind als erstes heute Mittag in Biblis. Da waren wir schon mal auf der südlichen Bahnhofsseite an einem Übergang am Silvestertag. Jetzt, gute 5 Monate danach oder 4,5 Monate danach, sind wir auf der nördlichen Bahnhofsseite. Bahnhofsbereich von Biblis, Strecke von Frankfurt nach Mannheim. Nachbarbahnhof Richtung Norden, ein gewisses Großrohrheim. Da waren wir auch schon mal zum Spotten. In der anderen Richtung, was ist da der nächste Bahnhof? Lampertheim. Außerdem hat man noch die Möglichkeit, in Biblis die Rheinseite zu wechseln und dann in Worms rauszukommen. Das geht auch. Ist also die Riedbahn. Wir haben Lichtzeichen, 2 Halbschranken, die sich zur Vollschranke ergänzen, kein Gong, überwacht per Kamera vom Fahrdienstleiter Biblis. Das Verkehrsangebot auf dieser Schiene ist üblicherweise sehr üppig. Im Moment geht es etwas ruhiger zu. Grund sind Bauarbeiten zwischen Riedstadt, Gottelau und Mörfelden. Da ist es eingleisig. Aber es bleibt ja doch, wie man sieht, immer noch genug übrig. Wir haben im Fernverkehr hauptsächlich ICE-Züge, einzelne TGV, wie wir eben auch gesehen haben. IC sind eindeutig in der Minderzahl, wenn denn überhaupt vorhanden. Die fahren dann mehr über die Bensheimer Schiene, also über die Bergstraßenstrecke, über die Main-Neckar-Bahn. Im Norden gehen die ICE-Leistungen nach Frankfurt Flughafen Köln, Ruhrgebiet-Wupperschiene, Dortmund-Osnabrück-Hamburg. Oder Frankfurt, Fulda, Eisenach, Erfurt, Leipzig, Berlin oder Kassel-Wilhelmshöhe, Hannover, Hamburg. Wir begrüßen Baustolz in unserem Video. andere... Aber er hat das falsch gedeutet. Er hat gefragt, ob ich das filme. Ich habe genickt und daraufhin ist er vorgefahren. Ich glaube, das war gemeint dürftig oder stört das. Naja, egal. in der anderen Richtung kommt man dann in Mannheim raus und dann geht es entweder nach Stuttgart, Ulm, Augsburg, München oder Karlsruhe, Freiburg, Basel weiter bis in die Schweiz. Außerdem über Saarbrücken nach Paris oder über Karlsruhe und Straßburg nach Paris. Das ist auch drin. Also man kommt da schon in ganz gut rum. Im Nahverkehr den RE70, Main-Neckar-Ried-Express mit Twindecks, 3- oder 4-teilige Garnituren, Baureihe 446 von Frankfurt Hauptbahnhof über Riedstadt, Gottelau, Biblis nach Mannheim, täglich, stündlich. Nachts nehmen sie auch sowohl alle Frankfurter als auch alle Mannheimer S-Bahn-Halte mit. So lange gibt es auch noch die S9, der S-Bahn Rhein-Neckar, beide Linien Regio Mitte mit Baureihe 463, dem lieben Siemens Mireo. Bei der S9 ist das so ein bisschen komisch. Da im Grundsatz geht die Linie von Großrohrheim, dem Nachbarbahnhof, über Biblis, Mannheim, Graben-Neudorf bis Karlsruhe. Die Karlsruher Züge verkehren aber grundsätzlich als 2. Takt ab Mannheim südwärts und entsprechend andersrum. Ab Graben-Neudorf setzt dann Richtung Mannheim der Halbstundentakt ein. Da kann man auch dann durch Mannheim durch. Bis Großrohrheim fahren. In der anderen Richtung geht es aber in den allermeisten Fällen immer nur bis Mannheim, da dort dann so ein Taktsprung ist. Man kommt Minute 10 in Mannheim an, Minute 09 ist dann der separate Zug nach Graben-Neudorf gefahren. Da ist also immer so ein Sprung in der ganzen Sache.
einzelne Fahrten gehen sogar von Grabe, von Karlsruhe bis Großrohrheim durch. Das ist immer so ein bisschen gemischt. Hier oben ist es dann meist die Einfachtraktion des Siemens Mireo. Sie ist auch eine meiner liebsten Linien zum Zählen, muss ich ganz ehrlich zugeben. Dafür komme ich immer gerne runter. Güterverkehr und Sonstiges hat genauso theoretisch wie alle anderen Züge auch die Möglichkeit, in Groß-Gerau-Dornberg auf die Rhein-Main-Bahn Mainz-Darmstadt abzubiegen, in beide Richtungen. Wobei dieser Abzweig in Richtung Mainz von hier aus zweigleisig ausgebaut ist, in Richtung Darmstadt nur eingleisig. Da habe ich auch noch nie einen Zug gesehen. Man beachte hierzu auch die Videos aus Klein-Gerau oder Groß-Gerau. Die Baustelle ist meines Wissens nach nördlich, Groß-Gerau. Da ist dann natürlich die Frage, wie viel Güterverkehr langkommt. Ansonsten ist der natürlich hier auch durchaus vertreten. Schrankantriebe sehen mir erneuert aus. Die schließen ja wirklich ganz schön leise. Die andere Seite war schwierig zu filmen. Das habe ich jetzt mal direkt am Anfang gemacht. Ich habe mich jetzt schon das zweite Mal umgeparkt. Da ist ein großes Baustellengelände. Einmal habe ich einen LKW-Ausfahrt blockiert, schnell weggefahren, sorry. Und gerade fragte dann doch schon jemand, ob ich denn... Okay, der fuhr direkt hinterher, ob ich denn für die Stasi arbeiten würde. Natürlich, jedes Mal, vollkommen logisch. Ja, manchmal muss man dann auch einfach gewisse Dinge ignorieren können. Wenn ihr selber Bahnübergänge filmt, dann kennt ihr solche Dilemma ja tatsächlich. Ja, weitere Stationen liegen dann mehr auf rheinland-pfälzischer Seite des Rheins. Biblis ist ja in Hesse, Landkreis Heppenheim, und im übernächsten Video kommt da noch eine fachunkundige oder einigermaßen fachunkundige Begleitung hinzu. Und da sich sicherlich einige gefragt haben werden, wer denn die nette Dame vor zwei Videos in Köln-Dünnwald war, war, wie gesagt, nur eine gute Freundin. Man hat sich tatsächlich kennengelernt über die hochbegabten App Tinder. mein Gott. Kann aber nichts verlieren. Man kann erst da mal ausprobieren. Und ja, da wir allerdings unterschiedliche Vorstellungen haben von einem Zusammenleben, sind wir halt dann Freunde geblieben. Und so ist es doch auch in Ordnung. Okay, dann toben wir uns jetzt hauptsächlich aus dieser Seite aus, wegen der Situation drüben. Und wünsche hier viel Freude mit den Aufnahmen aus Biblis. Schweine. Geht aber flott runter. Macht das hier der Fahrensleiter wieder persönlich? So, ich muss noch mal ein bisschen an den Rand gehen. Ein Auto von hinten.
komm, wir riskieren es mal, stellen uns wieder auf die Straße. Ach ja, einzelne Leistungs A70, das ist der Twindex-Linie, fahren auch in Doppeltraktion. Das hat aber wirklich hier nur in der Hauptverkehrszeit ist das hier nur der Fall. Während der überwiegende Teil dann drei oder vierteilige Garnituren solo sind. Nach der Pünktlichkeit von den Zügen muss ich nicht gucken durch die Baustelle, die läuft nicht wirklich rund. Aber so ist das nun mal mit Baustellen. Die Aufnahme vorhin, wo ich selber vor der geschlossenen Schranke stand, war nicht ganz freiwillig übrigens. Ich wollte schon nach hier drüben übersiedeln und dann nochmal rüberlaufen. Das hat sich dann leider nicht mehr ergeben. Tag.
ja, bitte, ja. Ja, die Dinger werden auch langsam eine Rarität. ICE1 umgekürzt. Also original vor der Lebensdauerverlängerung. Ich würde gerne noch den RE Richtung Frankfurt abwarten. Die fahren natürlich jetzt auch die ganze Zeit mit Verspätungen hin und her. Holen dann immer so ein bisschen auf, müssen dann mal wieder eine Runde früher umdrehen. Also das Ganze soll, stand im Riss drin, noch bis in den Juni gehen. Also noch mehrere Wochen stand jetzt. Das ist schon eine Ansage. Es wird sicherlich auch was über Bensheim umgeleitet, aber so ist man da jetzt ja auch nie ganz drin. Ey.
Manchmal machen sich die Aufnahmen von selbst. Sehr schön. Kann man schön entspannt im Auto mal sitzen. So unentspannt es drüben ist, umso entspannter ist es auf dieser Seite. Ne? Ja, wir lassen die Perspektive mal. Mehr kann ich auf der Seite nicht rausholen. Ihr seht jetzt einfach noch alles, was bis zum RE nach Frankfurt kommt. Normalerweise treffen die sich in Biblis zur vollen Stunde. Normalerweise. Und dann sage ich an dieser Stelle hier schon mal auf Wiedersehen. Ich spoilere auch nicht, wohin das nächste Video geht, auch wenn ich schon natürlich jetzt heute immer weiß. Ich habe natürlich vorher Gedanken gemacht. Deswegen lasst euch da einfach überraschen. Bedanke mich fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss.